In Thailand sind die 12 aus einer Höhle geretteten jugendlichen Fußballspieler und ihr Trainer körperlich und geistig wohlauf. Nach Aussage ihrer Ärzte sind alle bei guter Gesundheit, ohne Fieber oder schwere Infektionen. Nur 3 von ihnen hätten leichte Lungenentzündungen. Der Provinzgouverneur, der den Rettungseinsatz leitete, dankte bei einer Pressekonferenz den über 1000 Helfern. Das Team Thailand, die Vertreter der Regierung und der Wirtschaft sowie die Medien, die uns geholfen haben, zusammen mit der Unterstützung aus der ganzen Welt, haben wir etwas erreicht, das niemand für möglich gehalten hat. Das ist das erste Mal weltweit. Wir, Team Thailand, sind stolz. Erfahrene Taucher hatten die 12 Jungen und ihren Trainer über 3 Tage hinweg aus der über 4 Kilometer langen Höhle in der Provinz Chiang Rai geholt. Aus aller Welt kamen Glückwünsche und Dankesbekundungen. Der englische Fußballverein Manchester United lud die Jugendlichen und ihre Retter für die kommende Saison in sein Stadion ein. Der AS Rom schrieb, die beste Fußballnachricht des Sommers. Der Jubel nach dem erfolgreichen Einsatz war groß.